Team Go Rocket ist am Start und Curem ebenfalls. Zu den Ballons gibt es jetzt einige Informationen. Man hat Dinge herausgefunden. Wie tauchen die auf? Wo, wann, warum und so weiter. Sehen wir uns das Ganze mal an. Also, wer die App öffnet, dem ist bestimmt aufgefallen. Huch, da fliegt ja Team Go Rocket über meinen Bildschirm. Wenn man den Ballon dann antippt, startet man eine Begegnung mit einem Rüpel. Oder wenn man einen Radar ausgerüstet hat, kann das auch Sierra sein, Cliff oder Alo. Und mit einem Super Rocket Radar ausgerüstet vielleicht sogar Giovanni. Also wer die Spezialforschung noch nicht abgeschlossen hat, da könnte man ja noch immer den Super Rocket Radar besitzen, beziehungsweise im Event wird es dann auch bei der Herausforderung als Belohnung einmal den Super Rocket Radar geben. Wie funktioniert das nun mit den Zeiten? Wann, wie oft tauchen die eigentlich auf? Da hat man sich der Sache ein bisschen angenommen und so ist es momentan. Das kann sich natürlich noch ändern, das Feature gibt es erst seit einem Tag, also das bitte mit Vorsicht genießen. Aber momentan sieht es wohl so aus, als könnte man viermal pro Tag, außerhalb von irgendeinem Event, sondern einfach ganz normal, regulär, viermal so einen Ballon bekommen. Nämlich lokale Uhrzeit von 0 bis 5.59, von 6 Uhr bis 11.59, von 12 bis 17.59 und von 18 Uhr bis 23.59 Uhr. Also sagen wir mal, ich öffne meine App um 8 Uhr, dann taucht der Ballon auf, ich kann ihn antippen, bezwingen und dann nach 12 Uhr hätte ich nochmal die Gelegenheit darauf. Aktuell, ich glaube, das ist ein Fehler, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so beabsichtigt ist. Aktuell muss man die App neu starten. Wenn ich zum Beispiel von 11.59 Uhr auf 12 Uhr übergehe, während ich die App geöffnet habe, dann taucht leider nicht automatisch der Ballon auf, sondern erst nach dem nächsten Neustart der App. Also im Grunde viermal pro Tag extra gratis, kostenlos, aber nicht umsonst Team Go Rocket. Beziehungsweise zumindest sagen wir dreimal. Der vierte wird dann schwierig, je nachdem. Ich stehe nicht vor 5.59 Uhr auf, aber nach 0 Uhr werde ich ja ab und zu diesen Rüpel definitiv bekommen. Muss man selbstverständlich nicht machen. Und ich habe allgemein so das Gefühl, ja, der Hype um die Rüpel ist ein bisschen rum und jetzt hat man sowieso die erhöhte Pokestop-Reichweite, kann mit noch mehr Rüpeln interagieren, wenn man denn wollen würde. Aber ich bin nach wie vor ein riesiger Fanatiker davon, habe grob gesagt, pro 100 Rüpel ein 100% IV erlöstes Pokémon. Also ich bin bei 2300 Rüpeln und habe so in etwa 20 erlöste Hunderter. Ich könnte noch, also könnte ich haben in Summe, wenn ich alle erlösen würde. Zwei Lavita waren da mal dabei, Tratini und so weiter und so fort. Also wirklich eine geniale Möglichkeit, die Hunderter zu bekommen. Hängt natürlich auch davon ab, ob die gerade wettergeboostet sind oder nicht. Und ich hatte auch einmal jetzt Sierra. Muss aber sagen, ein Rüpel wäre mir im Grunde lieber. Also hier könnte man eventuell dann den Radar wegrüsten, deaktivieren. Im Inventar macht man das. Dort antippen und dann deaktivieren. Ja, wir haben jetzt Juli und Niantic hat gesagt, bis Ende September keine neue Giovanni-Spezialforschung. Und im Grunde, mit diesem Feature jetzt, könnten die das definitiv wieder einführen. Rein theoretisch. Jetzt kann man problemlos auch Team Go Rocket von zu Hause bzw. von Orten machen, wo es keine Pokestops gibt, was ich echt genial finde. Und man darf nicht vergessen, das war so ein bisschen die Entschädigung oder der Ersatz für die schlechten Feldforschungsdurchbrüche, weil da hat man die kompletten Legendären bekommen. Einmal im Monat zumindest eine Chance auf ein garantiertes legendäres Pokémon, welches man sogar dann noch erlösen konnte, wo alle Attribute um 2 nach oben gingen. Es gab die legendären Vögel der ersten Generation und jetzt die legendären Raubkatzen. Momentan mit Entei. Sprich, wer auch einen Super Rocket Radar noch besitzt, der kann jetzt Giovanni auch beim Ballon bekommen und da sollte aktuell noch Entei drin sein. Also so viel mal zu den Zeiten oder auch einfacher ausgedrückt, alle 6 Stunden. Und von 0 Uhr beginnt es. Um 6 Uhr, 12 Uhr, 18. 0, 6, 12, 18 Uhr. Ein weiterer Anreiz, die App zu öffnen. Also wirklich jetzt
täglicher, unter Anführungszeichen, Login-Bonus. Manche Leute haben diesen Test, wo ein Pokémon auftaucht, einmal pro Tag. Dann haben wir einmal pro Tag eine Feldforschung direkt so angenommen, ohne dass man einen Pokéstop benötigt oder so. Dann einmal pro Tag, mindestens egal wann man sich einloggt, ein Rocket, Heißluftballon und so weiter und so fort. Also, ja, muss man wirklich sagen, zumindest einmal einloggen, auch wenn man irgendwo im Nirgendwo ist, lohnt sich von Update zu Update immer mehr. Okay, wir wissen leider noch immer nicht, was da denn kommen wird zur Kampfherausforderung nächste Woche, also noch diese Woche, jedoch die nächste Herausforderungswoche, meine ich. Und jetzt in München geht's wohl so richtig ab. Da habe ich schon Fotos geschickt bekommen von Werbeplakaten mit Team Go Rocket mal wieder. Voll gekritzelt mit Team Go Rocket, Beschriftungen, Schmierereien, dann noch mit dem Werbespot. Ja, gefällt mir. Da wird die Werbetrommel ordentlich gerüttelt und geschüttelt. Dann haben wir seit heute Kyurem im Raid nach Reshiram und Zekrom hier am Start. Und ich will mal die Kampfsimulation von Pokébattler einblenden. Krypto-Pokémon habe ich deaktiviert. Level 40er Counter. Lucario hat hier die Nase vorne, aber Metagross ebenfalls. Hammermäßig, hält sogar noch um einiges mehr aus, je nach Attacke von Kyurem. Und ansonsten auch Kampf-Pokémon ohne Ende, Drachen-Pokémon, Stahl eben, ein Rihornior mit Katapult, Felswerfer wäre möglich, Ramaidon, eher Glaskanonen-Style, aber auch durchaus angebracht. Genesect sogar könnte man hier mal verwenden. Ach ja, und bei Metagross will ich dazu sagen, eher nur mit der Community Day-Attacke. Denn mit Lichtkanone macht es viel weniger Schaden, dann könnte man doch andere Pokémon bevorzugen. Aber natürlich auch mit Lichtkanone noch möglich. Kyurem ist ein Pokémon, das könnte man auch eventuell mit Level 40, bester Freundesbonus und so, zu zweit schaffen. Aber ansonsten so 3 bis 6 Leute, je nach Level, dann vielleicht auch noch ein paar mehr. Okay, das war Kyurem. Da will ich auch noch die Infografik von Couple of Gaming einblenden mit den Wettkampfpunkten. 2042 ist ein 100er ohne Wetterboost und mit Wetterboost 2553. Wenn man diese Zahl sieht beim Fangbildschirm, dann bitte etwas mehr bemühen beim Werfen. Und hier eine persönliche Sache zu Couple of Gaming, weil ich doch immer mal wieder eine Infografik verwende und die hier einblende. Dieses Couple, das Pärchen, die zwei Personen, die die schicken Grafiken machen, die sind nun verlobt. Und an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Richtig schickes AR-Foto mit dem fliegenden Pikachu. Das mal dazu. Dann vom einen Raid zum nächsten Raid. Nämlich haben wir im Zuge von Kyurem auch neue Raid-Bosse. Hier sehen wir uns die Grafik von Pokéfans an. 4-Sterne-Raid Tauboss, lecker Schmecker und Togetic ebenfalls. Momentan haben wir ja den Primärcup und die Meisterliga und da ist Togekiss definitiv ein starkes Pokémon. Togepi kann man leider momentan nicht erhalten, nicht im Ei, ist ein Baby, kann also auch nicht in der Wildnis auftauchen. Von daher wäre hier ein 4-Sterne-Togetic-Raid eventuell eine Möglichkeit. Ansonsten noch ein paar Flug-Pokémon hier, denn diese Herausforderung läuft noch bis heute 22 Uhr. Eventuell werden sich danach wieder die Pokémon ändern. Dann will ich hier noch kurz Niantic Social zeigen. Ich habe das Ding schon, dieses Feature, aber ich glaube bei weitem noch nicht alle Leute. Und da kann ich jetzt optional, wenn ich möchte, einstellen, dass meine Freunde sehen, wenn ich online bin. Und dass sie auch sehen können, welches Niantic-Spiel ich zum Beispiel zuletzt gespielt habe. Wenn man auch seinen Ingress-Account oder Harry Potter Wizards Unite oder später mal Catan World Explorer verbunden hat, dass man da sehen kann, hey, wo talkt der gerade, ist der online, kann ich dem eine Fanrate-Einladung schicken, kann ich dem eine PvP-Anfrage schicken. Jedoch, weil ich da häufig Bedenken gelesen habe, Entwarnung, man kann da auch einfach raus aus dem Ganzen, das Häkchen wegmachen, dann wird nichts angezeigt, man kann still und heimlich weiterzocken und genau. So, am Ende dann noch, die Grafik, das Poster habe ich ja
ordentlich behandelt in der vorherigen Folge, weil ich finde es einfach so genial. Elfun, danke für die Kommentare, ist natürlich aus der 5. Generation irgendwie. Es kommt schon irgendwann die 6. Generation, wenn hier die Starter angezeigt werden. Und dabei vergesse ich, dass wir sogar noch einige Pokémon aus den aktuellen Generationen auch noch nicht haben. Oder Stichwort Kecleon. Wäre aber vielleicht mal an der Zeit, so die 5. und oder die 6. Generation mal vielleicht in einem Stream. Schauen wir mal. Und dann habe ich noch andere Theorien gelesen, die vielleicht doch eher auf Kumpel hindeuten für Mega-Entwicklungen, weil Cliff auch hier Voltilam füttert, bekommt ebenfalls eine Mega-Entwicklung. Und dieses Kumpel-Feature im Allgemeinen hier so rausgehoben wird mit dem Füttern. Ich hoffe wirklich nur, um das mal abzuschließen, wir warten einfach, bis es kommt. Ich hoffe, dass sie Mega-Entwicklungen, die Art und Weise, wie man das macht, dass sie es nicht vermasseln. Weil die Leute freuen sich offenkundig so sehr darauf und es wäre fatal, wenn man sich da irgendwie einen Stein im Shop kaufen müsste oder man kann es Free-to-Play vielleicht einmal am Tag verwenden oder man lädt das aber auf mit 100 Pokécoins oder so. Das fände ich schlimm und hoffe, dass das nicht so kommen wird. Gut, ansonsten Team Go Rocket ordentlich einheizen. Bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter.